verhindern den roten Anorak. Heute ist der letzte Tag. Ich habe überhaupt gar keinen roten Anorak. Aber dafür habe ich übelst den Kater jetzt. Wir haben heute auf Arbeit nämlich Jahresendsaufen gemacht. Ja, das war lustig. Ich habe 2 Flaschen Kindle gesoffen, dann habe ich einen kompletten Bräuler gegessen und danach habe ich noch mehr Bier getrunken. Ich weiß allerdings nicht wirklich mehr wie viel. Also es waren bestimmt nochmal 6 oder vielleicht auch 7 Flaschen. Ich weiß bloß, ich bin irgendwie mit dem Rad hierher nach Hause gekommen. Keine Ahnung, was dann genau passiert ist, aber irgendwie muss ich wohl ins Bett gegangen sein. Als ich vorhin aufgewacht bin, hatte ich voll die Kletten an meinem Schuh. Das verstehe ich auch nicht irgendwie. Ich meine, wie kommen die da ran? So eine Scheiße. Jetzt habe ich jedenfalls voll die Kopfschmerzen irgendwie. Das muss an den verdammten Berliner Kindle liegen, ey. Irgendwie vertrage ich das Zeug nicht. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu Freddy Krüger 91527 Weihnachtszeit 2012, Folge 21. Ja. So wie es aussieht, haben die ganzen Idioten von der Bild-Zeitung und so doch nicht recht gehabt. Ja. Und gegen die Mayas haben gesagt, die Erde geht unter. Die haben was ganz anderes erzählt, irgendwas von Zyklen und so einer Scheiße. Ja, das ist eine geometrische Geschichte, aber das interessiert ja jetzt auch nicht. Das Einzige, was jetzt wirklich interessiert, ist mein Reihheitskeil. Und die Tatsache, dass ich noch 2 weitere Videos habe, die ich immer noch nicht gerendert habe, weil ich die letzten 2 Tage aufgrund von dieser Weihnachtsgeschichte... Oh, hey, yeah. Aufgrund von dieser dämlichen Weihnachtsgeschichte voll den Jetlag bekommen habe oder gekriegt oder ich habe ganz vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Ja, und ich habe vergessen gehabt, meinen Speicherschieb einzubauen. Also probieren wir den ganzen Mist hier einfach nochmal. 21. Habe ich schon wieder ein Foto von diesem dämlichen Kalender. Meine Fresse. Hey, der hat eben nach Bräuler geschmeckt. So, hey, 21, da ist wieder eine Maus. So. Verdammt, aber die Maus überlebt. Sie wird einfach komplett mit der gesamten Tür weggeklappt. Eine Sternschnuppe. Dahinter ist wieder dieser komische Vogel mit der Mütze. Und daneben ist eine Maus auf einer verflixten Leiter mit einer Glocke und die klettert mit der Leiter echt auf den Vogel drauf. So ein Quatsch. Was will ich mit der Glocke? Will ich ihn umbringen? Der ist doch keine Kuh. So ein blöder Vogel und eine noch wesentlich beklopptere Maus. Aber was soll man erwarten? Die Maus sitzt auf der Vorderseite in einer Suppenkeller und schaukelt damit. Die wird bestimmt einfach von der Wand abgenommen, die Maus, mitsamt der Keller, und dann rührt jemand damit eine Suppe um. Hey, genau, ich wollte ja eigentlich noch einkaufen und mir neue Suppendosen besorgen. Ich habe ja fast alles aufgefressen, was ich hatte. Ich habe, glaube ich, nur noch ein paar Linsen da. Aber so spät wie das jetzt ist, weil ich vorhin ja ins Koma gefallen bin und gerade eben erst aufgewacht bin, ich habe mir echt einen Wecker gestellt. Ich habe sogar 2 Weckzeiten in das blöde Ding einprogrammiert, aber irgendwie muss ich die beide ignoriert haben. Ja, und nun ist es zu spät, jetzt kann ich keine Suppendosen mehr kaufen. Was für ein Glück, dass ich noch Bier da habe. Jawohl, das ist genau das, was ich jetzt so brauche. Also wie auch immer, es ist
ist eine Sternschnuppe. Die Dinger heißen im Englischen übrigens Shooting Star. Ja, es mag zwar irgendwie klingen wie der Held vom Schützenverein, aber es ist nichts anderes als eine Sternschnuppe. Wow. Man muss irgendwie aus der Milchstraße kommen. Aber um es genau zu sagen, ist es ziemlich schwierig, in der Position, an der wir sind, irgendwelche Sterne zu sehen oder Meteoriten oder Kometen oder sonst irgendwas, was nicht aus der verdammten Milchstraße kommt. Ja, um nochmal auf die Mayas zurückzukommen. Irgendwas mit der scheiß Milchstraße ist bei uns ja auch passiert. Ich weiß aber nicht genau was. Das konnte mir auch keiner von diesen Idioten allen erklären. Die konnten ja immer nur sagen, dass es heute irgendwas zu gewinnen gibt. Ja. Es hat jedenfalls was mit dem scheiß Zentrum von der Milchstraße zu tun und der Sonne und der Erde. Die sind ja da immer so umeinander rumzwirbeln irgendwie, die beiden, also die Sonne und die Erde. Und irgendwie um irgendeine Uhrzeit heute, an irgendeinem Ort, wahrscheinlich in Mexiko, um Mitternacht oder so, bilden die dann so eine komische Linie. Das heißt, die Sonne sieht man nicht, aber man weiß, die ist genauso lange weg gewesen, wie sie braucht, um wieder zurückzukehren, also Mitternacht. Wahrscheinlich hängt genau in dem Moment die Milchstraße mitten über Mexiko oder so. Auf jeden Fall, das ist es, was diese komischen Mayas berechnet haben. Und das muss wohl eine Sache sein, die relativ selten ist. Weil die ist wohl bloß einmal in diesem Überzyklus, den die dort hatten. Und der ist 2300 fick dich tot Jahre lang. Ja. Das ist noch wesentlich länger als die 88 Jahre, die ich gestern berechnet habe. Vielleicht bloß, dass ich dann irgendwie eben 116 Jahre alt wäre oder so. Aber ich habe keine Ahnung, wie alt ich wäre, wenn der nächste komische Zyklus dort anfängt. Weil ich noch nicht mal weiß, wie lang der Zyklus ist. Aber Fakt ist jedenfalls, so wie das Wetter momentan ist, also mit den ganzen Wolken und dem Scheiß, hätte ich sowieso keine Freude an diesem historischen, astrologischen Ereignis gehabt. Weil man sieht ja eh nichts von der Scheiße. Also, kann die Milchstraße ruhig machen, was sie will. Wenn sie sich sowieso von mir versteckt, dann will sie mich mal am Arsch lecken. Blöde Milchstraße. Ups, das sind ja schon wieder so viele Minuten, weil ich nur Scheiße laber, ey. Mal irgendwie rendern oder so. Die Sonne ist schon untergegangen, der Tag ist noch nicht vorbei. Mal sehen, wie lange es dauert, bis die Welt dann doch noch untergeht. Toll, jetzt werde ich wahrscheinlich langsam nüchtern, bekomme einen Kater und kann trotzdem nicht einschlafen. Also so einen richtigen mit Kopfschmerzen und so einer Wichse. Hey, toll, ich habe gleich die 10 Minuten voll. Tja, da wird sich mein Konverter und mein Sony Vegas ja freuen. Je länger die Dateien sind, desto beschissener funktioniert der Computer.